Phoenix Classics, die Corona-Krise. Phoenix persönlich, heute vom Rheinufer in Bonn. Hier in Bonn arbeitet und lebt einer der renommiertesten Virologen in Deutschland, Professor Hendrik Streeck, Chef der Virologie an der Universitätsklinik hier in Bonn und Autor der viel diskutierten Heinsberg-Studie, über die wir uns gleich noch ein bisschen ausführlicher unterhalten wollen. Was genau haben Sie untersucht? Nun, wir sind nach Gangelt reingegangen, weil wir da so ein Ausbruchsereignis hatten, also ein Superspreading-Event. Muss man vielleicht erzählen, das ist die Gemeinde mit Deutschlands berühmtester Karnevalssitzung. Ganz genau, ja. Und auf dieser Karnevalssitzung haben sich sehr viele Menschen wahrscheinlich infiziert. Und danach gab es einen sehr großen Anstieg von Neuinfektionen, wodurch die Shutdown-Maßnahmen und die Ausgangsbeschränkungen das wieder runtergefahren wurde. Und das war für uns ein ideales Szenario, um dort die Dunkelziffer zu bestimmen. Was haben Sie denn jetzt genau herausgefunden? Also wir haben herausgefunden, dass in der Gemeinde Gangelt 15% der Einwohner infiziert waren oder sind mit SARS-CoV-2. Das ist ein relativ hoher Wert, fast fünfmal höher, als was man vorher gedacht hat in der Gemeinde Gangelt. Und daran können wir zum Beispiel einige Rechnungen aufstellen, nämlich auch wie hoch die Letalität, also die Infektionsletalität des Virus ist. Das heißt, wie viel Prozent oder Promille von denen, die infiziert sind, sterben am Ende? Und was haben Sie da rausgekriegt? Nun, wir haben den Wert 0,37% rausgekriegt, also dass von allen, die infiziert sind, 0,37% versterben. Das hat natürlich auch einen Fehlerbereich und das diskutieren wir in dieser Publikation auch sehr. Das geht runter bis zu 0,28%. Und hoch bis zu 0,41%. Also es gibt da so einen Fehlerbereich, aber der Punktwert davon ist 0,37%. Trotzdem ist das sehr, sehr spannend, denn wenn wir jetzt die offiziellen Zahlen nehmen würden des Robert-Koch-Instituts, dann müsste man annehmen, dass die Sterblichkeit der Infizierten in Wirklichkeit bei 4% ist, also 10-mal so hoch. Und Sie haben rausgekriegt, nee, die Sterblichkeit der Infizierten ist also um den Faktor 10 geringer. Welche Folgen hat denn das jetzt? Nun, ich glaube, Folgen erstmal gar nicht. Aber man kann daran zumindest erstmal anfangen, das Virus besser einzuschätzen. Was bedeutet so ein Virus für unsere Gesellschaft? Wir sagen auch nicht, ist es jetzt der Wert, der für alles bestimmt ist, sondern denken sogar, es wird eher ein bisschen niedriger sein. Das hat mehrere Gründe. Aber dass man kann eben damit lernen, mit diesem Virus umzugehen und lernen, was diese Infektionen für Deutschland bedeuten. Das ist das Wichtige. Ja, und das Entscheidende ist, wir haben ja bisher schon vermutet, es gibt eine gewaltige Dunkelziffer, aber Sie haben zum ersten Mal Zahlen ermittelt. Übrigens Zahlen, die in eine ähnliche Richtung gehen wie eine amerikanische Studie, die Stanford-Studie. Die hat sogar herausbekommen, dass die Letalität, da wo die es untersucht haben, in einem County, Santa Clara, dass die Sterblichkeit noch niedriger ist. Jetzt ist ja das Interessante, dass Sie mit Ihren Zahlen gesagt haben, okay, dann kann man eine Schätzung, eine Art Hochrechnung machen. Wie hoch ist denn die Dunkelziffer? Wie viele Leute haben sich denn in Deutschland insgesamt infiziert? Ja, und da muss man vorsichtig sein. Und das haben wir so auch, wie Sie es gerade gesagt haben, gesagt. Aber es wurde zum Teil ein wenig falsch verstanden. Wir haben einen Wert der Letalität bestimmt von 0,37%. Und diesen Wert kann man erstmal nehmen, um Schätzungen anzustellen. Also wir haben ja immer Modellrechnungen, was solche Infektionen für Deutschland bedeuten würden. Und wenn man diesen Wert aus der Gemeinde Gangelt anwendet auf die Modelle für ganz Deutschland, dann muss man damit rechnen, dass so 1,8 Millionen, fast 2 Millionen derzeit infiziert sind. Aber das ist nicht ein Wert, den wir bestimmt haben. Ich versuche mal in meinen Worten auszudrücken, wie ich glaube, verstanden zu haben, was Sie das gemacht haben. Sie haben in Gangelt festgestellt, okay,
circa 4 von 1000 Infizierten sterben. Jetzt wissen wir ja für ganz Deutschland, wie viele Leute gestorben sind. Und wenn es da ein ungefähr vergleichbares Verhältnis gibt, dann dürften wir in Deutschland, ich sage es jetzt mal ganz grob, irgendwas zwischen 1 und 3 Millionen Infizierten haben. Das ist deswegen bemerkenswert. Jetzt hole ich mal wieder die offiziellen Zahlen des Robert-Koch-Instituts raus. Demnach hätten wir 170.000 Infizierte insgesamt in Deutschland. Und Ihre Schätzung oder Ihre Berechnungen legen nahe, dass das circa 10-mal so viele sind, die diese Krankheit in Deutschland schon hatten. Das ist ein gewaltiger Unterschied. Das ist ein gewaltiger Unterschied, aber gar nicht so weit davon entfernt, von den, wie das Robert-Koch-Institut wahrscheinlich selber schätzen würde. Ich glaube, die sind mit Faktor 8 ausgegangen. Wir haben jetzt einen Faktor 10. Es ist natürlich ein Modell. Wir wissen es nicht. Und wir werden es wahrscheinlich auch nie wissen, würden wir nicht jeden Deutschen testen. Aber es ist eine Arbeitsgrundlage, auf der wir das irgendwie weiterarbeiten können. Haben Sie denn irgendwelche Anhaltspunkte dafür gefunden, warum die einen sehr schwer erkranken, am Ende vielleicht sogar sterben und andere Leute entwickeln nicht mal Symptome? Ja, also das sind natürlich erstmal Mutmaßungen. Wir haben aber einige interessante Assoziationen gesehen. Also wir sehen erstmal von den Infektionen, dass die gleich sind im Alter und bei Kindern. Wir sehen aber bei Kindern eine kleine Verringerung der Infektionszahl. Also wir haben nicht genug Kinder eigentlich in der Studie, um zu sagen, ob Kinder weniger infiziert sind. Auf der anderen Seite sehen wir auch, dass Kinder und Ältere keine Symptome haben können. Also das ist altersunabhängig, ob jemand schwere Symptome entwickelt oder nicht. Das heißt, auch die vermeintliche Risikogruppe ältere Menschen über 70 kann, ich sage es jetzt mal, Glück haben und am Ende vielleicht gar keine Symptome entwickeln. Aber da reden wir halt über die einen und die anderen können sehr schwer erkranken. Genau, also das finde ich auch sehr spannend, dass ältere Menschen keine Symptome haben können. Also dass es nicht bedeutet, man ist älter und man hat eine schwere Erkrankung. Und es bedeutet übrigens auch nicht, man ist älter und hat zum Beispiel eine Vorerkrankung und man hat schwere Symptome. Also auch eine Vorerkrankung prädestiniert nicht dafür, dass man unbedingt einen schweren Verlauf haben muss. Und woran könnte es denn liegen, dass jetzt einer schwer erkrankt? Und das ist natürlich der heilige Gral, das auch herauszufinden. Unsere Studie suggeriert, muss man wichtig auch sagen, es beweist nicht, aber wir sehen, dass es nicht nur mehr Infektionen gegeben hat, wenn man bei der Karnevalssitzung teilgenommen hat, sondern auch, dass die Symptomatik sehr viel schwerer ist, wenn man an der Karnevalssitzung gewesen ist. Nun ist ja Karneval per se nicht ansteckend, sondern allenfalls das Verhalten bei Karneval. Das könnte ansteckend sein. Was war es, die Biergläser oder die laute Musik oder alle fallen sich um den Hals? Was könnte das sein? Also wir kennen das von anderen Viren, zum Beispiel vom Grippevirus. Und da muss ich ein bisschen ausholen, denn in England hat man mal so einen Versuch gemacht, dass man Freiwilligen Viren gegeben hat mit aufsteigender Virendosis. Also immer mehr Viren gegeben hat. Und bei mehr Viren wurde auch die Symptomatik stärker. Da gibt es einen direkten Zusammenhang zwischen der Symptomatik und wie viele Viren man abbekommen hat. Und wir nehmen an, dass bei so einem Superspreading-Event wie in Gangelt bei der Karnevalssitzung die Teilnehmer sehr viele Viren abbekommen haben und dadurch auch die Symptomatik schwerer waren. Weil wir hatten vorher 22% von denen, die keine Symptome hatten, in ganz Gangelt. Wenn man jetzt die beim Karneval rausnimmt, liegt es bei 36%. Also fast jeder Dritte hatte keine schwere Symptomatik oder hatte keine Symptomatik. Und dann nehmen wir schon an, dass diese Infektionsdosis, die allgemein bekannt ist in der Virologie, ein entscheidender Faktor ist, wie schwer die Erkrankung verläuft. Ich würde mich mit Ihnen gerne noch ein bisschen darüber unterhalten, was wir denn generell über dieses Virus wissen. Fangen wir mal mit der allgemeinen Bemerkung an. Dieses Virus ist so harmlos wie Grippe oder viel, viel gefährlicher als Grippe. Was stimmt denn jetzt? Ja, also das ist etwas, wo ein Virologe immer erstmal schlucken muss, weil dieser Vergleich so schwierig ist mit Grippe. Eigentlich ist es ein Vergleich von Äpfeln mit Birnen. Vor allem, und das macht es so schwierig, jedes Jahr haben wir ein anderes Grippevirus oder meistens ein anderes Grippevirus. Und
dann ist die Letalität sehr viel höher und mal viel niedriger. Die saisonale Grippe normalerweise liegt in der Sterblichkeitsrate bei 0,1%. Und daher, wenn man davon erstmal ausgeht, ist es wichtig zu sagen, das ist ein Virus, was man nicht bagatellisieren darf, aber eben auch nicht überdramatisieren sollte. Wir haben eben andere Grippeviren dann wieder, die manchmal sehr heftige Pandemien auslösen können. Also wir hatten den berühmten Winter 2017, 2018. Ja. Da hat man auch kompliziert hochgerechnet, ja, dass am Ende in Deutschland 25.000 Menschen, glaube ich, an dieser Grippeepidemie, ja, gestorben sind in einem Winter. Also da sind wir in etwa, sage ich mal, bei den Zahlen, die uns jetzt im Laufe von ein paar Monaten bei Covid-19 auch drohen könnte. Ja, wenn man aufs Statistische Bundesamt schaut, sieht man auch für 2017, 2018 für den Winter wirklich einen Anstieg der Todesfälle. Und das ist wahrscheinlich meistens durch die Grippe bedingt. Wir haben aber diese saisonale Häufung von Todesfällen immer wieder. Und meistens sind das irgendwelche grippalen Infekte, wo auch Coronaviren im Übrigen auch zuzählen, also andere Coronaviren. HIV, also die AIDS-Forschung, das war Ihr bisheriger Schwerpunkt. Damit leite ich jetzt mal über auf die Impfstoffentwicklung. Also da sind Sie ja in einem Feld, wo man da gar keine Hoffnung machen kann. Die AIDS-Epidemie gibt es seit 30, 40 Jahren und wir haben immer noch keinen Impfstoff. Wie groß ist denn die Gefahr, dass wir in 10, 20 Jahren immer noch keinen Impfstoff gegen Corona haben? Ja, also man kann einfach bei Impfstoffforschung keine Vorhersage machen. Also einfach nur ein historisches Beispiel. Nachdem man das HI-Virus entdeckt hatte, trat Margaret Heckler in den USA vor die Kamera, die aus dem Gesundheitsministerium hat gesagt, in 2 Jahren haben wir einen Impfstoff. Und wir sind jetzt viele, viele Jahre später haben wir immer noch keinen Impfstoff. Im Übrigen auch nicht für Hepatitis C, Malaria, Tuberkulose. Das sind alles ja Erkrankungen, die Menschheit plagen, aber wir haben keinen Impfstoff gefunden. Also da eine seriöse Vorhersage zu machen, ist hart. Ich nehme an, dass das mit dem Coronavirus leichter sein wird, einen Impfstoff zu finden. Aber man muss auch bedenken, gegen die anderen 6 Coronaviren, die Menschheit immer mal wieder plagen oder den Menschen derzeit befallen können, haben wir auch noch keinen Impfstoff. Und da vorher zu sagen, dass es jetzt klappt, gegen diesen einen Coronavirus einen Impfstoff zu finden, ist schwierig. Das heißt, wir müssen unter Umständen noch lange, vielleicht sogar Jahre, mit diesem Coronavirus leben. Kommen wir wieder auf die AIDS-Forschung zurück. Das ist ja genau dasselbe, wie wir das jetzt mit AIDS erlebt haben. Wir haben es gelernt, mit diesem Virus, das wir nicht ausrotten können, zu leben. Was kann man denn aus der AIDS-Forschung lernen, um mit diesem Coronavirus adäquat umzugehen? Nun, erstmal, das HI-Virus ist fast immer tödlich, ohne Behandlung. Das neue Coronavirus SARS-CoV-2 ist fast immer nicht tödlich. Und das ist, glaube ich, ein entscheidender Unterschied, dass man die nicht direkt gegenüberstellen kann. Ich sehe es sehr kritisch an, einen Immunitätspass oder Immunitätsausweis zu haben. Weil wir kennen das aus dem HIV-Bereich, dass man am Anfang darüber diskutiert hat, einen HIV-Pass zu haben oder zu kennzeichnen, dass sie positiv sind. Da kann eine unheimliche Stigmatisierung und Diskriminierung losgehen, die im HIV-Bereich wirklich sehr stark immer noch ist, von HIV-Infizierten. Wissen wir denn überhaupt, ob wir immun sind, wenn wir Corona mal hatten? Auch das wissen wir noch nicht. Wir können ja nur so lange zurückblicken, wie wir das neue Coronavirus kennen. Und das ist ja noch nicht sehr lange. Aber wir kennen die anderen Coronaviren. Und da bildet sich so eine partielle Immunität aus. Also die Menschen sind vielleicht nicht ganz geschützt, können dann nochmal sich infizieren. Aber dann mit einem sehr, sehr milden oder asymptomatischen Verlauf. Mein heutiger Gast ist die Vorsitzende des Europäischen Ethikrats, Christiane Wopen. Sie ist Ärztin und Philosophin, Professorin für Ethik und Theorie der Medizin an der Universität zu Köln. Herzlich willkommen bei Phoenix. Sehr gerne. Guten Tag, Herr Schier.
Gesundheit geht über alles. Kann man so entscheiden? Gesundheit ist das oberste Gut, da muss alles andere zurückstehen oder muss man einfach viel, viel mehr Aspekte berücksichtigen? Also aus der ethischen Perspektive würde ich sagen, dass die Freiheit das oberste Gut ist. Ja, von der ethischen Relevanz her ist die Freiheit das oberste Gut. Nun haben wir aber Gesundheit als fundamentales Gut oder das Leben, muss man ja sagen. Es geht ja nicht nur um Krankheit, es geht ja auch um den Tod der Menschen, den wir verhindern wollen. Und um überhaupt frei sein zu können, muss man auch erst einmal leben. Insofern stehen wir jetzt in einer ganz akuten Gefahrensituation und um diese große Gefahr der Überlastung des Gesundheitssystems und des Todes sehr, sehr vieler Menschen zu vermeiden, ist es richtig, auch ethisch in der Abwägung, für eine vorübergehende Zeit Freiheiten einzuschränken, in Grundrechte einzugreifen, Religionsfreiheit, Versammlungsfreiheit und so weiter. Das muss aber dann natürlich immer verhältnismäßig sein, so nennen das die Verfassungsrechtler. Und das heißt, wir müssen ständig abprüfen, ob wir diese Freiheiten nicht wieder dann Schritt nach Schritt zulassen müssen, weil diese Stärke des Eingriffs gar nicht mehr gerechtfertigt ist, um die Gefahr abzuwehren. Das heißt, ich muss immer im Blick auch haben, welche Kollateralschaden löse ich aus. Also was macht das mit der Freiheit der Menschen, was macht das mit dem Wohlbefinden der Menschen? Wie berechtigt ist bei dem Ganzen denn der Blick auf die Wirtschaft? Der Blick ist sehr berechtigt, aber man muss schauen, was bedeutet die Wirtschaft für den Menschen, denn nur in dieser Hinsicht kann man dann Abwägungen treffen. Also wir können nicht Menschenleben gegen Wirtschaftszahlen abwägen. Ja, das kann man nicht miteinander vergleichen, aber wir können abwägen. Aber man muss am Ende ja irgendwie Entscheidungen treffen. Ja, aber die Menschenleben, die jetzt in den Krankenhäusern durch Covid-19 sterben, die kann man abwägen gegen die Menschenleben, die bedroht sind außerhalb der Krankenhäuser. Durch Arbeitslosigkeit, durch häusliche Gewalt, durch psychische Erkrankungen. Wir müssen an die Obdachlosen denken etc., an die Menschen, die jetzt in den Heimen leben, an behinderte Menschen. Und die psychische Not bis hin zur Lebensgefahr, Suizidalität, können wir jetzt nicht einfach vergessen. Und deswegen ist es mir auch so wichtig, dass wir die ganzen Daten, die man jetzt in den unterschiedlichen Bereichen sammeln muss und zusammenführen muss, auch kombinieren mit den Erfahrungen der Menschen vor Ort. Also die Sozialarbeit, die weiß, was jetzt in den Problemvierteln oder in den Problemfamilien los ist, damit man das zusammenführt und sagt, also wir können diese strikten Maßnahmen so nicht mehr verhältnismäßig aufrechterhalten, wenn dadurch so viele Menschen in existenzielle Not geraten. Wer muss denn am Ende in einer Situation wie dieser die Entscheidungen treffen? Manche sagen ja, wir haben gerade so eine Art Überregierung der Experten, der Virologen. Ist das richtig, dass man da so die Entscheidungskompetenz an die Virologen abgibt? Oder muss am Ende doch die Regierung entscheiden oder wir alle in einer breiten Diskussion entscheiden? Also weder Virologen noch Epidemiologen noch Soziologen noch Ethiker haben demokratietheoretisch irgendeine Entscheidungsbefugnis. Sie haben aber die Verantwortung, die Daten und Einschätzungen, Erfahrungen, ihre Expertise zur Verfügung zu stellen, damit dann die Regierung und das Parlament Entscheidungen für die Gesellschaft treffen können. Natürlich liegt die Entscheidung in der Politik, aber sie wäre ja schlecht aufgestellt, wenn sie nicht das Fachwissen und die Expertise mit in ihre Entscheidungsfindung einbezieht, die erforderlich ist, um in einer Situation zurechtzukommen, die ja ohnehin von vielen Unsicherheiten geprägt ist. Wie lange kann man eigentlich den jungen Menschen Freiheitsrechte nehmen, damit Alte und Patienten mit Vorerkrankungen geschützt werden? Also Solidarität ist ja jetzt das Wort, das uns verbindet in der Gesellschaft, wo wir füreinander da sind. Und da möchte ich nicht einen neuen Generationenkonflikt schüren, der zwischen Jung und Alt unterscheidet, sondern wir müssen, Solidarität heißt doch, jeder ist für jeden da. Und da heißt es jetzt Jung für Alt, die Reichen für die Armen, die Starken für die Schwachen. Das scheint mir das Wichtige zu sein, dass unsere soziale Schere nicht auseinandergeht. Und natürlich können wir jungen Menschen viel zumuten, wenn sie diese Lasten tragen können und das für andere Bevölkerungsgruppen tun. Aber es sind ja nicht nur die jungen Menschen. Die jungen Menschen sind ja auch selber gefährdet. Auch junge Menschen haben Vorerkrankungen. Und das Todesalter, das mittlere Todesalter, liegt ja jetzt nicht ganz, ganz weit im hohen Alter. Insofern, glaube ich, müssen wir uns einfach alle zusammen darüber unterhalten, wer kann jetzt welchen Beitrag leisten, um diese Gesellschaft durch diese Krise hin zu begleiten, zu unterstützen.
Wie groß ist denn die Gefahr, dass Freiheit und Demokratie auf Dauer gefährdet sind, weil der Staat all die Rechte, die er sich jetzt in dieser Krise angeeignet hat, dann nicht wieder zurückgibt, oder weil die Menschen sich einfach daran gewöhnen, dass da so ein Obrigkeitsstaat alles regelt und für einen denkt? Ja, wie gesagt, in der Bundesregierung und in Deutschland halte ich die Gefahr für gering. In anderen Ländern, wie in Ungarn, ist sie hoch. Und deswegen wird, glaube ich, auch in den nächsten Wochen, allein schon durch diese Diskussion, warum darf der Bereich öffnen und wir nicht, wird es zunehmend wahrscheinlich rechtliche Auseinandersetzungen auch geben, weil die Menschen einklagen, ihre Freiheiten auch wieder ausüben zu können. Und aus dieser Dynamik wird wahrscheinlich vielleicht sogar noch ein höheres Freiheitsbewusstsein und eine Wertschätzung der Freiheit, die wir haben, hervorgehen, als man das so annimmt, wenn man das für ganz normal und selbstverständlich hält. Professor Jonas Schmidt-Schadasit, Virologe am Tropeninstitut in Hamburg. Herzlich willkommen bei Phoenix. Guten Tag. Können wir die Schulen wieder öffnen für den Regelbetrieb und die Kitas oder nicht? Ganz entscheidend die Frage, wie ansteckend sind Kinder? Was wissen wir darüber? Ja, also das ist eine sehr komplexe Lage. Wir müssen dort auch unterscheiden, wie alt die Kinder sind. Die Daten zeigen ganz klar, und das sagen auch alle Experten, dass Kinder weniger stark erkranken. Also in der Hinsicht müssen sich Eltern wenig Sorgen machen. Es gibt kaum schwere Erkrankungen bei Kindern und fast keine Todesfälle. Das ist ja schon mal eine sehr, sehr gute Nachricht, die auch durch mehrere Studien so bestätigt wurde. Jetzt ist die einzige Frage, die noch im Raum steht, tragen die Kinder entscheidend zur Verbreitung des Virus bei? Und hier gibt es unterschiedliche Studienergebnisse. Ein bisschen mehr wahrscheinlich auf der Seite, dass Kinder immer Endpunkt von Infektionsketten sind. Also und nicht, sie werden angesteckt. Sie sind nicht diejenigen, die es weitertragen. Richtig, und sind wahrscheinlich nicht die, die es weitertragen. Wenn sich diese Richtung letztendlich weiter bestätigen sollte, und da müssen wir ja immer darauf drängen, eine Studie alleine wird dieses Bild nicht ändern. Wir brauchen eine Vielzahl von Studien, die auch publiziert sind, also jetzt nicht im Präprint erschienen sind. Und dann können wir uns da ein umfassendes Bild machen. Also es geht in diese Richtung. Es gibt aber auch noch Studien auf der anderen Seite, die sagen, naja, das könnte schon so sein, dass sie auch... Ich eine gerne rausgreifen, weil die einfach so viel Schlagzeilen gemacht hat. Das ist die Studie von unter der Leitung von Christian Drosten an der Charité. Die ist, ich fasse das jetzt mal zusammen, zum Ergebnis gekommen, Kinder könnten genauso infektiös sein wie Erwachsene. Daraus hat Drosten dann die Empfehlung abgeleitet, beziehungsweise er hat gesagt, wir können eben jetzt in dieser Situation nicht empfehlen, aufgrund dieser Studienergebnisse, die Schulen flächendeckend und sofort zu öffnen. Das ist jetzt in den Fokus der Bild-Zeitung geraten. Die Bild-Zeitung hat geschrieben, diese Studie ist fehlerhaft und aufgrund dieser fehlerhaften Studie sind bei uns Schulen und Kitas nach wie vor geschlossen. Was ist da dran? Naja, das ist ein sehr komplexes Thema. Zunächst müssen wir einmal sagen, das ist keine publizierte Studie, sondern ein Präprint gewesen, eine Vorabveröffentlichung, die diskutiert wurde. Das Problem ist, dass eben eine entsprechende Kampagne entstanden wurde und dass dadurch natürlich eine sachliche, ein wissenschaftlicher Diskurs nur noch sehr schwer möglich geworden ist. Also eine wirkliche Auseinandersetzung mit diesen Ergebnissen, die normalerweise eben im wissenschaftlichen Umfeld vollkommen unproblematisch ist und stattfindet. Was wir jetzt eben aus dieser mittlerweile ja auch verbesserten Vorabpublikation entnehmen können, ist, dass wir ähnliche RNA-Lasten, müssen wir sagen, das heißt noch nicht Infektiosität, sondern einfach Erbsubstanz, ähnliche Viruslast bei den Kindern nachweisen können in einer bestimmten Population in Berlin, als bei Erwachsenen. So. Daraus können wir natürlich sehr wenig schließen, was das Risiko für die Übertragung in Kita, in einem Kita-Umfeld anbetrifft. Ja, also das ist ein wichtiger kleiner Baustein. Ich kann es nur noch mal betonen. Weitere Bausteine sind notwendig, um diese Frage beantworten zu können. Aber letztendlich ist die Frage auch keine Frage, die Sie alleine den Virologen stellen müssen. Ich glaube, in den nächsten Monaten, Wochen wird sich die Frage auch nicht sozusagen in diese Richtung von den Virologen beantworten müssen. Wir kommen mit Sicherheit zu einem Regelbetrieb zurück. Und die Frage, die die Virologie beantworten muss, wie können wir das mit unseren technischen Möglichkeiten so gut absichern, dass wir frühzeitig letztendlich Ausbrüche, wenn es sie geben sollte, detektieren können und eindämmen können. Also wir als Gesellschaft nehmen uns jetzt das Ziel, wir wollen nach den Sommerferien Schulen möglichst für den Regelbetrieb und Kitas wieder öffnen. Was würden Sie als Virologe dann für Empfehlungen geben? Wie kann man das stützen, damit diese sinnvolle Sache, Kinder brauchen Bildung, nicht zum gesellschaftlichen Harakiri führt?
wir haben alle technischen Möglichkeiten, dass es eben nicht so kommt, dass wir das Heft des Handelns nicht aus der Hand geben. Testungen sind dort ein ganz entscheidendes Mittel. Das wird in den Ländern, wo es auch schon zu größeren Lockerungen gekommen ist, mittlerweile auch gemacht. Man kann zum Beispiel die Lehrer wöchentlich testen, man kann bestimmte Risikopersonen verstärkt testen und kann mit diesen vielen Testungen eben von diesen anderen Vorsichtsmaßnahmen, die sich nur sehr, sehr, sehr schwer umsetzen lassen, gerade auch im Grundschulbereich, abkommen. Das heißt, wir haben hier technisch die Möglichkeit, durch Testung mehr Freiheit zu ermöglichen, haben einen guten Überblick, was in den Schulen passiert. Lehrer sind ganz, ganz wichtig, wenn wir davon ausgehen können, dass Lehrer vielleicht auch die Infektion in die Klassen tragen und dann auch zur Weiterverbreitung beitragen können, im Gegensatz zu Kindern, wenn wir das jetzt mal postulieren, auf Grundlage der Daten, die bis jetzt da sind, dann ist es hier insbesondere wichtig, auch bei den Lehrern eben anzusetzen. Und dann kann man auch überlegen, ob man auch einen Teil der Schüler natürlich in diese Testungen mit einbezieht. Aber das ist ein ganz klarer, sozusagen ganz klares Vorgehen, was jetzt eben auch schon mittlerweile in Hessen zum Beispiel auch innerhalb einer Studie eben gemacht wird. Das heißt, wenn diese Voraussetzungen da sind, dann würden Sie mit Stand des Wissens heute sagen, kann man es riskieren, Schulen wieder für den Regelbetrieb zu öffnen? Die Voraussetzungen sind da, die technischen Möglichkeiten sind da, die Tests sind ausreichend vorhanden. Ich denke, die Geldmittel, um diese Testung durchzuführen, sollten unbedingt auch vorhanden sein, weil das ist also ein so wichtiger Aspekt. Und ich kann auch nur noch mal daran erinnern, dass ich von vornherein immer gesagt habe, es ist ganz, ganz kritisch zu sehen, diese Schulschließung, weil viele, viele Probleme damit einhergehen. Insofern bin ich natürlich sehr, sehr glücklich, wenn wir dort zu einem Regelbetrieb kommen und diese kritische Situation für die Eltern, aber insbesondere auch für die Kinder lösen können. Aber das immer natürlich unter Prämisse, das Heft des Handelns nicht aus der Hand zu geben, keine neuen Ausbrüche zuzulassen. Und das können wir mit den technischen Möglichkeiten, die wir in Deutschland haben, erreichen. Jetzt findet ja im Normalfall Virologie eher, na sagen wir mal, nicht so im Zentrum der Öffentlichkeit statt. Aber jetzt sind wir in einer Situation, da ist die Frage, wie ansteckend sind Kinder, keine akademische Virologenfrage, sondern das ist eine Frage, die hat ganz konkrete Auswirkungen auf 10 Millionen Schüler, die entweder in die Schule gehen oder zu Hause sitzen. Manche Leute reden ja sogar von einer Art Schattenregierung durch die Virologen. Das ist ein ganz fataler Eindruck, der entstanden ist. Und ich kann es nur noch mal betonen, es ist keine Frage, nicht nur eine Frage an die Virologie, auch von vornherein nicht. Es ist eine Frage, die viele Fachrichtungen betrifft, gerade in der Frage Schulöffnung, Kitaöffnung. Insofern ist dieser Eindruck, der da vielleicht entstanden ist, dass Virologen dort das Primat haben, der ist vollkommen fatal und den teile ich überhaupt nicht. Ich sehe uns immer als einen kleinen Baustein in einer größeren Gruppe von Experten, die letztendlich Daten, Erkenntnisse zur Verfügung stellen. Und auf Grundlage dieser Daten muss die Politik entscheiden. Und hier ist es auch insbesondere wichtig, glaube ich, dass bestimmte Personen auch nicht zu sehr in den Vordergrund treten, sondern dass es ein Gremium bleibt, zum Beispiel so wie in Österreich. Sie sind verheiratet mit einer Thailänderin, leben Teile des Jahres in Thailand und haben den Ausbruch dieser Pandemie auch in Thailand erlebt. Wie geht denn ein Land wie Thailand, das weniger Geld hat, weniger entwickelt ist wie Deutschland, mit so einer Epidemie um? Das ist nochmal ganz interessant, glaube ich, gerade dieser Vergleich Deutschland-Thailand, oder wir können das auch mit vielen afrikanischen Ländern vergleichen. Thailand war das erste Land, das diese Infektion außerhalb Chinas detektiert hat und auch sehr schnell Gegenmaßnahmen getroffen hat, um so eine schnelle Weiterverbreitung auch weltweit zu unterbinden. Also wir sehen auch, dass diese Länder mittlerweile sehr, sehr gut aufgestellt sind, sehr schnell reagieren. Und bisher ist Thailand auch sehr gut durch diese Pandemie gekommen. Ich hoffe, dass das weiter so bleibt. Nichtsdestotrotz dürfen wir uns von dieser schnellen Reaktionsfähigkeit auch viele afrikanische Länder nicht täuschen lassen. Das Gesundheitssystem ist weit natürlich von dem Standard, den wir in Deutschland haben, entfernt. Alleine wenn wir einen Coronavirus-Test dort haben wollen, der kostet zum Beispiel $300, dann sehen Sie schon, dass das ganz andere Verhältnisse sind und dass viele Menschen sich einfach eine Behandlung auch gar nicht leisten können. Also hier sind wir in Deutschland ganz klar führend. Jeder kann eine sehr, sehr gute Behandlung bekommen, eine umgehende Testung. Das muss man nochmal betonen. Und ich habe ja auch von Anfang an gesagt, wenn ich so eine Pandemie durchleben will, dann in Deutschland, weil wir eben so gut aufgestellt sind. Und das zeigt sich gerade noch mal, wenn man auch diesen tiefen Einblick hat in die Strukturen anderer Länder, gerade in Thailand. Wenn man kein Geld hat, wird man einfach zu Hause sterben. Länder in der sogenannten Dritten Welt, die haben ja über viele Jahrzehnte und Jahrhunderte gelernt, mit Epidemien umzugehen, mit Zika-Epidemien, mit Malaria und so weiter. Können wir von diesen Ländern was lernen, wie man mit der Epidemie lebt?
Ja, definitiv. Gerade eben wir als Tropenmediziner oder Tropenvirologen sagen das immer. Das ist unsere Solidarität, ist sozusagen keine Einbahnstraße, sondern das ist ein gegenseitiges Befeuern. Also wir können ganz viel lernen, wie diese Länder mit Ebola-Ausbrüchen umgegangen sind, mit Zika-Virus-Ausbrüchen. Das sage ich auch den Kollegen vor Ort, weil das oftmals eben verkannt wird. Da sieht das immer so aus, als ob das eine Einbahnstraße ist. Wir runtergehen, dort etwas aufbauen, aber wir können ganz viel auch mitnehmen, wie effektiv sozusagen mit wenigen Ressourcen in solchen Ausbrüchen vorgegangen wird. Da gibt es sehr, sehr gute Beispiele in Afrika, aber eben auch natürlich in asiatischen Ländern. Und ich bin glücklich, dass es diese Zusammenarbeit gibt. Und Deutschland kann eigentlich auch glücklich sein, dass es in diesen Ländern letztendlich auch dieses Ansehen hat und dass eben diese Zusammenarbeit überhaupt so entstehen kann. Bestimmten Ländern ist das eben nicht möglich, weil sie eben in der Vergangenheit sich anders verhalten haben.